mehrmals im Jahr gehen wir an die verschiedensten Plätzen hier in Manila. Wir sind gleich gegenüber von einem Slumgebiet, das ist Aroma, wo wir schon seit längerem arbeiten und eben diese medizinischen Einsätze haben das Ziel, den Menschen, die hier in den Elendsvierteln leben, keine Möglichkeit haben, medizinische Betreuung zu bekommen, einfach eine Möglichkeit zu bieten, einen Arzt zu sehen, behandelt zu werden oder eben wie hier zum Beispiel auch eine Operation, eine kleinere Operation auch zu durchlaufen, wo wir Geschwüre rausoperieren können und somit den Menschen wirklich helfen können, auch ein bisschen in ihrer Lebensqualität das zu verbessern. Für die Leute hier ist sowas absolut unerschwinglich, das könnten sie niemals finanzieren. Und so bin ich sehr, sehr dankbar für die Teams, die Leute, die kommen. Wir haben heute zum Beispiel in diesem Einsatz verschiedene Leute aus unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben ein Team aus Deutschland, aus Singapur, aus den USA, hier aus den Philippinen. Und einfach stark, dass Leute zusammenkommen, um hier diesen Menschen in diesen Elendsvierteln ein Stückchen Nächstenliebe ganz mal praktisch anzubieten.